Hallo, ich bin der Ben von Giga. Ich war ja für euch in San Francisco auf dem Apple Special Event und konnte da auch schon Hand anlegen an die neuen iPhones, die Apple dieses Jahr vorgestellt hat. Nun möchte ich auch mit euch und für euch auch die neuen Geräte mal in Ruhe, ohne Gedränge, ganz entspannt unboxen und auch mal so in die Hand nehmen und anschauen. Los geht's. Fangen wir auch direkt mit der neuen schwarzen, mattschwarzen Farbvariante des iPhone 7 an. Das heißt ja nicht mehr Space Black oder Space Gray, genauer gesagt, weil es ja kein Grau mehr ist, sondern es ist wirklich schwarz. So, hier ist, wir werden begrüßt mit Design by Apple in California. Und hier ist es auch schon. So schön wird es nie wieder aussehen. Ist wirklich ein deutlich dunkleres Schwarz. Also es sieht ja fast aus wie so ein Stealth-Bomber. So, was haben wir jetzt noch in der Box? Standard USB-Ladegerät. Und hier sehen wir auch schon die neuen EarPods mit Lightning-Anschluss. Und auf der Rückseite haben wir den mitgelieferten Adapter, der im regulären Handel, wenn man nachkaufen will, wenn man ihn verliert, was, sagen wir mal, gut möglich ist, 9 Euro kostet, was für Apple-Verhältnisse nicht viel ist. Also wer noch keine kabellosen Kopfhörer hat, so wie ich jetzt zum Beispiel, der kann hier seine alten, ja, kabelgebundenen Kopfhörer per Lightning an das neue iPhone 7 anstecken. Und hier haben wir auch noch das Lightning-Gerät. So, werfen wir mal einen Blick auf die EarPods. Das Kabel fühlt sich genau an wie eh und je, genauso dünn auch, prädestiniert für Kabelbruch, das freut uns natürlich. Ja, und hier der Lightning-Stecker. Ganz normale EarPods, sehen aus wie jede andere EarPods. Die Fernbedienung ist auch identisch. Ja, dünnes Kabel wird nicht lang halten, also sollte auch wirklich nur zur Überbrückung dienen, bis man wirklich anständige kabellose Kopfhörer hat, das Apple auch empfiehlt. Mattschwarze iPhone 7. Sieht echt gut aus, muss ich sagen. Also ich habe hier auch nochmal im Vergleich das iPhone 6S Plus in Space Grau. Also seht ihr schon gewaltige Unterschiede von der Farbgebung. Sogar noch einen Tacken dunkler als, glaube ich, das iPhone 5 war. Das gab es ja auch in relativ dunklem Space Gray. So, als nächstes widmen wir uns dem iPhone 7 Plus, wie ihr schon seht, Roségold, denn Space Black, ich komme mit den Farben ganz durcheinander, Jet Black, ist leider so vergriffen, deswegen müssen wir uns hier mit der roségoldenen Variante zufrieden geben. Nichtsdestotrotz packen wir die jetzt mal aus. Ihr seht auch schon von der Box, die unterscheidet sich doch von jener des iPhone 6s und iPhone 6s Plus. Deutlich fettere Schriftzug des iPhones mit glänzendem Apple-Logo. Natürlich vorne drauf prangert das neue iPhone. Auch hier gibt es wieder Booklets mit Stickern, weiße Sticker. Und als nächstes sehen wir auch schon das iPhone 7 Plus. Befreien wir es mal von Plastikschutzfolie. Schauen wir noch, auch hier ist der gleiche Lieferumfang wie beim kleinen iPhone. Hier haben wir auch die Lightning EarPods mit dem Adapterkabel hinten dran und Lightning-Kabel mittendrin. So, jetzt nehmen wir mal die zwei iPhones side by side. Der Schriftzug hinten auf dem iPhone ist auch deutlich kräftiger als hier beim Vorgänger iPhone 6S. Seht ihr schon, ein ganz anderes, eine ganz andere Schriftart und ein anderer Schriftschnitt auch. In der Größe sind sie weitestgehend identisch, aber was natürlich sofort auffällt, ist die Doppelkamera hier beim iPhone 7 Plus. Das ist nämlich rechts, das ist die reguläre, sagen wir mal so, reguläre Weitwinkelkamera. Das ist auch eine Weitwinkelkamera. Und links beim iPhone 7 Plus haben wir die Telefotokamera. Nun, die Telefotokamera ist ein 56 mm
Brennweite und die Weitwinkelkamera ist eine, muss ich jetzt nachgucken, 28 mm Brennweite. Und auch ein interessanter Fun Fact hier, die Kamera bietet natürlich wie auch beim kleinen iPhone 7 optische Bildstabilisierung. Interessanterweise aber nur beim Weitwinkelobjektiv. Nun fragt sich der eine oder andere, okay, wenn ich jetzt mit der Telefotokamera ein bisschen reinzoome und da Fotos mache, wäre es dann nicht auch vorteilhaft, wenn die ein bisschen stabilisiert wäre? Schließlich ist man da dann doch ein bisschen reingezoomt. Das soll auch funktionieren. Zwar wird es mit Software, werden die zwei Kameras quasi verrechnet und dadurch wird das resultierende Bild dann stabilisiert. Also da ist zusätzlich zu der optischen Bildstabilisierung gibt es auch noch eine elektronische Stabilisierung. Ja, und was wir auch sehen direkt hier im Vergleich zum Vorgänger, der Blitz. Der Vorgänger hat hier zwei LEDs verbaut, True Tone Blitz, und das neue iPhone 7 und auch iPhone 7 Plus jetzt hier hat hier vier LEDs verbaut, die nicht nur heller, sondern auch weiter strahlen können. Also das kann man auch von Intensität her einstellen. Und zudem, wenn man filmt, hat der ein oder andere vielleicht schon mal gemerkt, je nachdem, was er für künstliches Licht in seinem Raum hat, dann flackert es ab und zu ein bisschen so bei der Videoaufnahme. Man kann auch bei Fotos dann auftauchen. Und dieser neue True-Tone LED-Blitz soll es eben ausgleichen können, indem der quasi auch flackert, aber in der Frequenz, die das andere Flackern dann eben ausgleicht. Ja, und sonst von den Buttons her alles weitestgehend identisch. Mit dem Vorgänger, mit dem iPhone 6S Plus. Aber was natürlich sofort auffällt, ist hier, haben wir keinen Kopfhöreranschluss. Stattdessen einen deutlich lauteren Lautsprecher, der auch zu dem neuen Stereo-Lautsprecherverbund gehört. Hier haben wir nämlich einen zweiten Lautsprecher in der Hörermuschel drin und es wird dann deutlich lauter. Also das haben wir auch getestet. Damit könnt ihr durchaus so einen kleinen Campingplatz-Tisch oder auch eine Picknick-Session da beschallen. Das geht durchaus gut. Wie sich das iPhone jetzt im tatsächlichen Test dann schlägt und auch wie die Kamera da abschneidet, auch im Vergleich zum Vorgänger, dem iPhone 6S und iPhone 6S Plus, das werden wir jetzt dann demnächst im Test herausfinden. Ja, bis dahin bedanke ich mich schon mal fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.